Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Guerlain. Sie haben ein paar neue Make-up-Produkte rausgebracht, unter anderem auch eine Mascara, die Noir Chi Mascara, die einen 24 Stunden langen Schwung und Volumen verspricht. Die kostet 39 Euro auf der Seite von Guerlain. Die habe ich nicht, die gab es zu dem Zeitpunkt, als ich die Quads bestellt habe, noch nicht. Jetzt ist sie aber verfügbar. Bei anderen Shops habe ich die gesamte Kollektion noch nicht gesehen. Ich gehe aber mal von aus, da die meisten der Sachen nicht limitiert sind, dass die auch zu anderen Shops kommen werden, sodass da nicht so der große Grund zur Eile besteht. Ich werde mir die Mascara noch holen. Das ließ sich alles sehr vielversprechend. Mir fehlen nämlich auch noch ein paar von den Quads und wenn die alle dann in Stock sind, werde ich die mit dazu bestellen. Dann haben sie noch neue Lippenstifte und neue Lippenstifthüllen rausgebracht und zwar die Lippenstifte nennen sich Rouge Chi Luxurious Velvet Metal Samtig Metallischer Lippenstift mit 16 Stunden Halt. Ich habe mir hier einen Lippenstift und eine Hülle mitgenommen. Sie schreiben der neue ultimativ matte Lippenstift mit Metallisch Finish. Ich habe hier den auch schon drauf und ich finde es interessant, dass sie ihn als matt beschreiben, aber er ja gleichzeitig ein metallisches Finish hat. Also er sieht demnach metallisch aus auf den Lippen und in keinster Weise matt. Aber von der Formulierung ist es, glaube ich, die Grundformulierung von ihren Rouge Chi Velvet Matte. Die ganze Kollektion hat viel mit Schmetterlingen und Schmetterlingsflügeln zu tun. Und da steht dann auch bei Guerlain mit dabei, Schmetterlingsflügel mit ihren Lichtreflexen dienten Guerlain als Vorlage, um den Samteffekt der Luxurious Velvet Lippenstifte neu zu erfinden und um ein neues mattes Metallic Finish zu erweitern. Ein Ton in Ton aus Mikro Perlmutt-Artikeln lässt Rouge Chi Luxurious Velvet Metal eine einzigartige Allianz aus Sanftheit, Intensität und langem Halt schmieden. Die hochpigmentierte metallisch-samtige Formel verfügt über einen zarten Perlmutt-Schimmer und gleitet leicht über die Lippen. Sie verleiht ein absolut angenehmes Gefühl und ein äußerst leuchtendes Finish. Und dann zum ersten Mal kleidet sich die Hülle des Rouge Chi in Majestätik Metallic Motiven, die an Schmetterlingsflügel erinnern. Also es gibt drei verschiedene Hüllen mit diesem Schmetterlingsflügel-Print. Ich habe hier die Hülle Nymph Rose, die kostet 36 Euro. Der Lippenstift dazu kostet 37 Euro, also man kommt hier auf einen Gesamtpreis von 73 Euro. Ich werde sie noch mal einblenden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Hüllen Limited Edition sind. Sie haben dann noch Scarlet Red und eine Morpho Blue Hülle. Die sahen alle sehr, sehr schön aus. Ich zeige es mal hier von nahen. Es fühlt sich an, wie als wäre es mit Stoff überzogen. Der ist jetzt in so einem Silberfinish und dann mit diesem roten Print überzogen. Und bei den Lippenstiften gibt es 6 verschiedene Farben. Einmal die 530 Majestic Rose. Das ist die Farbe, die ich heute drauf habe. Ich habe den vorhin aufgetragen und dann können wir jetzt auch gleich im Verlauf des Videos mal sehen, wie lange der denn hält und wie er sich so über die Zeit anfühlt. Erstmal lässt er sich sehr cremig auftragen. Also ich spüre den auch noch so cremig. Aber ich merke schon auch, dass er so ein bisschen, dieses matte Gefühl, also so ein bisschen das trockene Gefühl auf den Lippen gibt. Aber ist jetzt natürlich nicht ganz so schlimm wie bei einem Liquid Lipstick zum Beispiel. Aber er fühlt sich jetzt nicht wie so ein Gloss an oder so ein Pflegebalm zu hydratisieren, sondern ich spüre ihn schon auf den Lippen und ich merke auch, dass so meine Lippenfältchen doch zu sehen sind. Aber ich finde immer noch, der macht das auf eine sehr schöne Weise. Sie haben dann noch die Farbe 880 Magnetic Red, dann 214 Exotic Red, dann 721 Mythic Fuchsia und 829 Imperial Plum und 888 Noble Burgundy. Das waren für mich alles sehr rote Farben. Ich bin ja ein bisschen vorsichtiger mit so knalligen Farben und die Farbe Majestic Rose, der
für mich am tragbarsten und das ist auch eine Farbe, mit der fühle ich mich durchaus wohl und den werde ich bestimmt auch tragen. Durch dieses metallische Finish ist es aber schon einer, der schon ein wenig auffällt. Ich blende auch hier nochmal kurz einen Swatch ein im Tageslicht, da sieht man auch nochmal besser, wie der reflektiert und wie die Farbe dann in der Sonne rauskommt. Das nächste oder für mich das Herzstück sind natürlich die neuen Quads, die sie rausgebracht haben, also die Ombre Chi Lidschatten Quads. Die kommen einmal in so einer Hülle. Es ist sehr viele Jahre her, dass Göller Lidschattenpaletten rausbringt. Früher hatten sie ja schon mal Lidschattenpaletten, dann hatten sie vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube, zu Weihnachten mal eine Palette und jetzt sind eben 6 neue Farben oder 6 Quads rausgekommen mit verschiedenen Farben. Die Außenverpackung, also der Karton, sieht erstmal so aus. Die 4-farbigen Lidschattenpaletten Ombre Chi verfügen über eine außergewöhnliche Textur aus intensiven Pigmenten für Farben mit langem Halt und einer unvergleichlichen Tiefe. Die kosten 70 Euro je Palette auf der Seite von Guerlain und die Außenverpackung sieht dann so aus. Das ist eine goldene, hochreflektierende Außenverpackung, was sofort auffällt, dass man gleich ja irgendwelche Fingerabdrücke drauf hat. Und sie schreiben noch weiter dazu, das sind echte Schätze der Natur und bieten 4 unterschiedliche Finishes für die Augen. Ein intensives Satin, ein tiefes Matt, ein leuchtendes Metallic und ein strahlendes Perlmutt. Und Violet, die Guerlain Kreativ Direktorin, das ist jetzt die Farbe Imperial Moon beispielsweise. Für Make-up hat großzügige und ausgewogene Lidschattenpaletten entwickelt, die es erlauben, mit Nuancen, Texturen und Finishes zu spielen und so vielfältige Effekte zu erzielen. Auf diese Weise kann der Blick sich unendlich wandeln, für den Tag wie für die Nacht. Man hat hier 6 Gramm Gesamtprodukt enthalten, eine Haltbarkeit von 6 Monaten sind angegeben und die sind made in Italy. Man hat hier einen großen Spiegel. Von der Verpackung her sehen sie ein bisschen so aus wie die Tom Fords, also die klacken hier unten zusammen und dann kann man die hier so öffnen. Man hat 2 kleine Pinselchen mit dabei, was ja meistens so üblich ist bei so Paletten. Die sehen so auf, also einmal hier so ein Pinsel und dann nochmal ein komplett mit so Sponges, dass man das auch mal gesehen hat. Diese Sponges eignen sich ja öfter mal ganz gut für die metallischen Töne, da kann man die schon auch mal gebrauchen. Und dann kommen sie auch alle noch in so einem Samtsäckchen. Da steht dann hier oben nochmal Guerlain drauf und dann kann man die entweder immer hier einpacken oder halt dann auf Reisen. Und hier vorne ist auch nochmal das Guerlain Logo. Zu den Lidschattenpaletten. Also es gibt insgesamt 6 Quads. Ich habe 4 der Quads hier. Ein Quad, welches ich auch gerne gehabt hätte, gab es gerade online nicht. Deswegen warte ich da jetzt, bis das online verfügbar ist. Und dann werde ich mir wahrscheinlich die anderen 2 auch nochmal bestellen. Einfach um dann auch die Farben untereinander vergleichen zu können. Also es gibt einmal die Farbe 360 Mystic Peacock. Das ist eine Verbindung von unterschiedlichen Blautönen in Anlehnung an den prächtigen Farbverlauf eines Pfauenschwanzes. Die kann ich ja auch mal zeigen. Untermalt von strahlenden Kupfernuancen. Ich glaube, das ist eine Palette, die sticht halt durch diese Blau und durch auch diesen Türkiston sofort ins Auge. Und ich zeige dann auch später noch die Augenlooks dazu. Die nächste Palette ist 555 Metal Butterfly. Die sieht so aus. Das sind spannende Metallic-Reflexe wie auf Schmetterlingsflügeln in Gold, Rosé, Orange und Brauntönen. Dann haben wir die Farbe 530 Majestic Rose. Da sind alle Facetten eines zarten Rosenblütenblatts übertragen in die unwiderstehlich sanften Nuancen von Rosa, Pflaume und Braun. Die Palette, die gab es schon, die habe ich mir noch nicht mitgenommen.
Und dann haben sie drei weitere vier Farbpaletten zu schreiben. Sie ergänzen dieses ganz neue Lidschattensortiment. Da kommt nämlich dann auch Royal Jungle. Das habe ich auch nicht. Das sind majestätische Farben der Wildnis. Ich glaube, das ist so die klassische Everyday-Palette mit schönen Brauntönen. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch haben. Die sieht sehr spannend aus. Sie haben auch auf ihrer Seite, ich blende das hier alles mit ein, immer so Beispiele, wie man die tragen kann und auch so eine kleine Anleitung, wenn man jetzt nicht weiß, wie man die Lidschatten am besten verwenden soll. Dann haben wir noch die Farbe 214 Exotic Orchid. Das sind Farbtöne von Bordeaux bis Gold. Das ist auch so eine ja etwas wärmere, aber auch einigermaßen neutrale Palette. Und dann zu guter Letzt noch das Quad 011 Imperial Moon. Ein raffinierter Smoky Eye Effekt mit einer Neigung zum Nude Look. Und die sieht so aus. Das ist das kühle Pendant, das etwas edlere, smokige. Ich denke, wir gehen mal durch alle durch. Als erstes fange ich mal an mit dem Quad 555 Metal Butterfly. Was mir insgesamt als erstes aufgefallen ist, ist tatsächlich die Formulierung. Die Lidschatten fühlen sich etwas anders an. Gerade diese matten Farben, also der hier oben jetzt beispielsweise, der fühlt sich sehr trocken an, aber gleichzeitig, wenn man reingeht, ist das überhaupt nicht pudrig, sondern eher so ein bisschen cremig, aber auf der festeren Seite nicht so cremig feuchter, wie es manche Lidschatten sind, sondern doch etwas von der Oberfläche etwas rauer und trockener. Ganz spannend. Ich wusste gar nicht, wie ich das so richtig einordnen soll. Dann hat man hier zwei so ja, Satintöne mit drin. Das sind jetzt die beiden. Das sind auch sehr schöne Satintöne. Auch überhaupt nicht pudrig von der Lidschattenformulierung. Also eine ganz spannende Lidschattenformulierung. Ich wusste erstmal gar nicht, an was mich das erinnert, weil ich habe nicht viel in meiner Kollektion, was mich an diese Formulierung erinnert. Vielleicht so ein bisschen geht es in die Richtung von den Dior Quins aus der regulären Linie. Da sehe ich so ein bisschen Ähnlichkeiten, gerade bei diesen Satinfarben, da vom Gefühl, wie die sich auftragen lassen. Und dann hat man jetzt in der hier noch so ein Glitzerton mit dabei und der ist etwas weicher und da in diesem Goldton, da sind dann schon auch einige Sparkles mit drin. Man kann das wie so ein Topperton mit auftragen. Also ich habe hier vorhin mal so ein paar geswatcht, das ist jetzt der hier oben, aber man kann den auch, wenn man den mit dem Finger aufträgt, ziemlich deckend und sehr metallisch auch hinbekommen, aber man kann das auch nur so drauf tupfen und durch diese Sparkles, die da enthalten sind, hat man dann so einen schönen Schimmereffekt. Also das ist ein Quad, was ich erstmal auch von der Farbzusammenstellung mit diesem Rosa und dem Orange, was mich jetzt erstmal nicht sofort so richtig angesprochen hat, aber mich hat es dann wieder angesprochen, weil es halt mal was anderes ist. Ich habe auch die Looks so ein bisschen danach geschminkt oder zumindest bei den meisten, wie es auf der Seite angegeben war, um dann auch mal zu sehen, wie das rauskommt. Und ich muss sagen, ich fand beide Looks aus dieser Palette sehr schön. Mit dem dunklen Ton, da ist es schon so, dadurch, dass der so ein bisschen fester gepresst ist und nicht so ganz cremig, aber auch halt nicht pudrig. Wenn man da einen sehr deckenden Auftrag haben möchte, muss man auch mit so einem festen Pinsel rein. Wenn man da mit so einem fluffigen Pinsel reingeht, bekommt man auch nur so einen Hauch von Farbe. Also da passiert dann nicht viel. Vielleicht kann ich es hier nochmal zeigen. Also das ist einmal der Ton. Und der ist jetzt nicht beim ersten Swipe so richtig deckend. Und der kann auch ganz leicht aufgetragen werden. Also wenn man da wirklich Deckkraft haben möchte, dann ist es oder hat es sich für mich jetzt rausgestellt, dass es am einfachsten ist, mit einem festen Pinsel zu arbeiten. Die nächste Palette, die 214 Exotic Orchid. Das ist ja auch so eine klassische neutral warme Palette. Da hat man hier zwei Brauntöne mit dabei und einen roten Ton, der eher so ein Satin-Finish ist. Und da fühlen sich
die Lidschatten, also gerade auch die oberen beiden, so ein bisschen, also nicht ganz so trocken an. Die gehen so ein bisschen cremiger drüber als jetzt bei der vorhergehenden mit dem dunklen Braunton. Und das merkt man auch auf dem Auge. Also bei denen hier, da kann ich sehr wohl mit so einem fluffigen Pinsel reingehen und die so leichter über die komplette Crease blenden. Also das ging wunderbar. Und bei diesen metallischen Tönen, also bei dem Rotton, was metallisch so Satin ist, das eher so ein Satin Shade, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn man den mit dem Finger aufträgt, dann hat man so den kräftigsten Auftrag, oder auch hier wieder mit so einem Packerpinsel oder halt einem festgebundenen Pinsel. Aber man kann es auch in die Crease verblenden und dann auch ausblenden. Also die Palette, mit der war für mich einfacher zu arbeiten, erstmal, also intuitiver. Da muss ich jetzt nicht unbedingt schauen, welchen Pinsel ich denn verwende. Das hat mit allen Pinseln gut geklappt. Mir gefällt der Braunton sehr gut, aber das ist einer, da muss ich erstmal so ein bisschen gucken, okay, wie arbeitet der am besten? Und der hat einfach für mich mit so einem fluffigen Pinsel, wenn ich eine starke Deckkraft haben wollte, nicht so gut funktioniert. Und ich musste auch ein bisschen mehr aufbauen insgesamt mit dem Ton, als jetzt mit diesen beiden Tönen. Die sind von sich aus zwar jetzt nicht so tief von der Farbe her, aber direkt stärker pigmentiert, einfach durch diese unterschiedliche Formulierung. Auch hier hat man wieder einen Goldton mit dabei. Deswegen habe ich das auch vorhin mal kurz geswatcht, weil ich einfach sehen wollte, ob die Goldtöne aus den beiden Paletten, ob die sich sehr ähneln. Und dann muss man einfach sagen, also der hat so ein bisschen einen wärmeren Ton hier als jetzt der aus dem Quad Metal Butterfly. Der Metal Butterfly, das ist so ein kühlerer Goldton und das hier ist halt so ein richtiges Gelbgold. Und für mich auch von der Formulierung, also der aus dem Metal Butterfly, das ist auch so ein richtiger metallischer Goldton. Und der hier, der hat zwar auch Farbe, aber der ist sehr viel dünner von sich aus und für mich sehr viel mehr ein Topperton. Ich hoffe, die Kamera, man kann das irgendwie erkennen, aber ich glaube ja, dass man sieht hier, da ist einfach mehr Substanz dahinter. Der ist sehr viel metallischer als jetzt der hier. Der gibt auch einen wunderschönen Effekt, aber halt keinen so ganz metallischen Effekt, sondern eher so dieses Funkeln und das Sparkeln noch mit drin und das Ganze noch in einer etwas wärmeren Variante. Aber auch die Palette hat mir ganz gut gefallen. Ich habe schöne Looks mit hinbekommen und man hat durch dieses Rot hier drin auch so ein bisschen Variationsmöglichkeiten, dass man es entweder ohne dem Rot macht mit oder das Rot als Liner verwendet, so wie ich es dann auch mal versucht habe. Also trotz der vier Farben habe ich jetzt mit den ersten beiden Paletten schon ein paar Looks hinbekommen, wo ich sage, die unterscheiden sich dann doch etwas. Dann die Farbe 360 Mystic Peacock. Das ist ja, glaube ich, das Quad, das hat als erstes meine Aufmerksamkeit erregt wegen der blauen Farben, obwohl blau die Palette wahrscheinlich diejenige ist mit den Farben, die ich am wenigsten häufig tragen werde. So Blautöne klappen bei mir immer so als Eyeliner und ich muss aber auch hier sagen, dass der Ton jetzt zum Beispiel hier, dieser Türkiston, auch so leicht aufgetragen werden kann, dass das schon einer ist, den ich verwende. Bei dieser Palette ist es wieder so, hier hat man auch so ein dunkles Braun mit drin und der fühlt sich genauso an von der Konsistenz wie der aus dem Metal Butterfly. Ich habe die beiden hier geswatcht. Das ist der Braunton aus Metal Butterfly und das ist der Braunton jetzt aus dem Mystic Peacock. Und ich glaube, man sieht es vielleicht hier auch schon vom Auftrag. Die haben irgendwas, ja, so fast cremiges. Es hat mich auch so ein wenig erinnert an die Palette, die ich jetzt gerade hatte von Isamaya. Das Schwarz so ein bisschen ledrig. Das ist jetzt die von Isamaya, die waren noch ein bisschen cremiger und dadurch auch noch leichter aufzubauen als die hier. Aber es geht so in eine Richtung. Also das sind beides Töne, wenn man die mit einem fluffigen Pinsel so ein bisschen aufträgt, da bekommt man einfach nicht wirklich Pigment runter. Mit einem festeren Pinsel und dann auch aufgebaut, bekommt man die schon hin. Wenn man die zu sehr ausraucht, muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht fleckig wird, eben wegen dieser Konsistenz.
Ich glaube, man sieht das hier auch, gerade bei dem dunkleren. Wenn man den jetzt sehr ausraucht, dann kann das auch mal uneben aussehen durch diese, ja, Ledrigkeit. Das ist jetzt auch nicht so die perfekte Beschreibung. Aber in Ermangelung eines Vergleiches fällt mir da nichts Besseres ein. Also, das ist cremig und doch wieder trocken. Und ja, so ein bisschen ledrig ist so die beste Beschreibung. Und ich habe am besten mitarbeiten können. Entweder, wenn ich es übers ganze Auge wollte, wirklich mit dem Finger oder mit einem Packerpinsel. Insgesamt fand ich die Palette aber sehr schön. Der Blauton ist ein wunderschöner, ja, so ein richtiges, tiefes, sattes Blau. Der gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Satin-Finish, was bei denen sehr gut klappt. Entweder, dass man den trocken aufträgt, dann hat man nur so einen leichten Schien. Man kann den auch ziemlich gut ausblenden. Aber wenn man den zum Beispiel auch ansprüht, kann man super Liner mitmachen. Also ich habe den heute so ein bisschen angesprüht, um mir dann so einen leichten Lidstrich zu ziehen. Und dann kommt dieses Satin-Finish nochmal mehr raus und dieses tiefe Blau dann auch. Dann auch dieser Orangeton, der da mit drin ist, der ist jetzt wieder softer gepresst. Der lässt sich auch sehr gut ausblenden. Bei dem sieht so aus, als hätte er fast so ein bisschen Sparkle mit drin. Und dann der richtige Sparkleton, die erinnern mich an die Pat McGrath-Lidschatten. Nicht ganz so stark, aber so vom Gefühl her, dass halt sehr viel Sparkeliges mit dabei ist, geht schon in eine ähnliche Richtung. Die von Pat McGrath sind mit mehr Wumms versehen noch, aber von der Formulierung her ist das schon meiner Meinung nach nicht so weit entfernt. Und dann hat man noch diesen, ja, Blau-Türkiston und der sieht so aus. Der hat auch so eine dunkle Base drunter und dann aber dieser Glanz drüber. Sehr schön, der chauchiert wunderbar durch diese Glitzer mit drin. Das ist ein außergewöhnlicher Ton, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Gefällt mir auch sehr gut und auch den kann man, je nachdem, ob man ihn trocken oder angesprüht verwendet, da kann man noch mal mit der Aussagekraft von diesem Ton variieren. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also eine sehr spannende Palette und doch aber auch eine Palette, wo ich sage, ach, da bekomme ich schon Looks hin, die für mich auch schön tragbar sind. Die nächste Palette, das könnte fast meine liebste bisher sein aus den vieren jetzt. Einfach, ja, weil ich kühle Lidschatten sehr gerne mag und auch hier die Farbzusammenstellung sehr toll finde. Also der Ton, ich blende ja hier Swatches ein, weil ich glaube, die Kamera wäscht den aus. Das ist so ein beige-orange-Ton. Zeig den mal. Ich hoffe, man kann das hier vielleicht etwas besser erkennen auf meinem Finger. Also das ist so ein nudiger Ton mit so einem Hint Orange mit dabei, aber nur so ganz leicht. Das ist ein wunderschöner Ton auf dem Auge. Der hat mir sehr gut gefallen. Ihr seht es bei dem Look. Ich habe den bei dem ersten Look praktisch aufs komplette Lid gegeben. Habe mit diesem Ton, das ist ein heller Taubton, der hier. Der sieht jetzt auch hier fast silber aus, aber ist er nicht. Der hat auch sowas Beiges mit drin. Ich glaube, so hier schräg gehalten, hoffe ich, kann man es noch am besten erkennen. Und dann hat man einen silbernen Ton drin. Das ist jetzt in der Palette der Sparkelton. Und der sparkelt auch ganz ordentlich und der gibt auch ordentlich Glanz nochmal in den Look, wenn man das haben möchte. Den kann man auch aufbauen, sodass der dann auch für sich aus einigermaßen Deckkraft haben möchte. Man kann den aber auch als Topper verwenden. Dann gibt er auch nochmal einiges an Strahlkraft mit dazu. Ich habe hier heute einige Farben aus der Palette auf meinem Augenlid. Und dann ist noch dieser Schwarzton mit dabei. Und glaube, der ist von der Konsistenz, geht der eher in der Richtung von den dunklen Brauntönen, die wir vorhin hatten. Also ein bisschen ledriger. Der ist nicht ganz so, oder der fühlt sich cremiger an von sich aus. Das ist ein wunderschöner Schwarzton. Das ist der hier. Mit dem lässt sich sehr gut arbeiten. Also man kann den ziemlich tief aufbauen, aber man kann den auch ganz gut ausblenden. Der lässt sich auf jeden Fall leichter auftragen als die beiden hier. Also den musste ich nicht so aufbauen. Brauche ich nicht unbedingt so einen ganz festen Packerpinsel, um das irgendwie drauf zu bekommen, sondern der funktioniert auch so ganz gut.
Das ist ein für mich wunderschönes Quad, hat mir sehr gut gefallen. Es sind halt sehr kühle Looks, aber diese Kombi mit diesem Ton hier drin, das macht für mich das Quad aus. Und sehr schöne Formulierung, hat mir richtig gut gefallen, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt gestern das erste Mal mit den Paletten geschminkt und dadurch, dass die Formulierung doch so ein bisschen anders ist, also jetzt nicht so das ganz Gewohnte, was man kennt, habe ich auch erstmal ein wenig spielen müssen mit den einzelnen Formulierungen. Und heute, also ich habe jetzt hier außen auch den Braunton aus Mystic Butterfly aufgetragen und das hat jetzt schon sehr gut geklappt. Jetzt wusste ich, okay, ich muss erstmal mit einem festen Pinsel rein und habe es dann ausgeblendet. Der Look auch heute gefällt mir sehr gut. Ich finde die Farben insgesamt und auch die Farbzusammenstellung doch spannend, muss ich sagen. Also es ist nicht so ganz alltäglich und jetzt nicht was, was man von so High-Fashion-Brands auch jeden Tag sieht. Ich glaube, das hier ist noch so die gängigste Farbzusammenstellung. Ich glaube auch von dem das Majestic Rose, was da noch gibt, das ist dann halt mehr so pinkige Töne, das ist auch noch so, was man oft sieht. Und dieser Royal Jungle, dieses braune Quad ist auch eins, was man sehr häufig sieht. Aber jetzt zum Beispiel bei dem hier, Metal Butterfly mit dem Orange und dem Rosa mit drin, das sieht man jetzt doch nicht ganz so häufig. Die blaue Palette, ja, blau mit Orange ist jetzt schon was, was man häufiger sieht. Das finde ich jetzt nicht außergewöhnlich. Ich finde aber hier die Formulierungen, die halt in den Paletten sind, doch etwas außergewöhnlich. Man hat verschiedenste Formulierungen in einem Quad mit drin, was ich immer sehr schön finde, dass man trotzdem bei nur 4 Farben auch mehrere Formulierungen hat. Insgesamt, ich glaube, man sieht es auch auf dem Auge, sehen die schon eher so ein bisschen Satin-Finish, so ein bisschen auf der schimmrigeren Seite aus. Also wenn man jetzt so komplett ganz matte Looks mag, ich glaube, dann sind diese Quads einfach nichts, weil man hat einen matten Ton, wenn überhaupt, mit dabei. Und auch diese matten Töne durch die Konsistenz, die sie haben, haben für mich so einen leichten Glanz. Ich finde, sie sehen sehr gut aus auf dem Augenlid. Ich hatte kaum Fallout, also auch mit den dunklen Tönen. Klar, wenn man jetzt so ganz arg verblendet, dann hat man Fallout. Aber durch diese feste, so halb cremige Konsistenz, das merkt man dann auch auf dem Auge. Da fliegt auch nicht so viel, wo man natürlich Fallout hat oder Glitzer ist überall da, wo halt so Glitterpartikel enthalten sind. Das liegt in der Natur der Sache, aber es ist auf jeden Fall eine Palette, bei der ich sehr viel weniger Fallout hatte als mit vielen anderen Paletten aus der Richtung. Also insgesamt bin ich sehr positiv überrascht. Ich bin auch positiv überrascht von doch der Farbtiefe, die ich hinbekommen habe. Es sind viele Farben dabei, die man auch aufbauen muss, also die nicht gleich beim ersten Swipe so ganz viel Pigment geben, aber es sind durchaus Farben, die man eben sehr gut aufbauen kann und wo man entweder sagt, okay, ich möchte nur so ein bisschen was und so einen Hauch von Farbe haben oder ich möchte doch einen sehr aussagekräftigen Look und dann auch noch mit ansprühen, kann man das Ganze nochmal um einiges intensivieren. Dadurch hat man auch wieder einiges an Auswahlmöglichkeiten. Ich mag die Formulierung sehr gerne. Wenn ich es vergleichen müsste, würde ich es so ein bisschen in die Richtung von den Dior Quints schieben. Da hat man schon Ähnlichkeiten, auch so mit so manchen Schimmertönen oder so Toppertönen, auch von Chanel. So manche gehen so ein bisschen in die Richtung, aber es ist doch auch wieder etwas anderes, also sehr schön. Gefällt mir richtig gut, bei so High-Fashion-Brands bin ich mir immer nicht ganz so sicher, wie die Qualität dann sein wird oder was sie denn dann auch erreichen wollen mit ihrem Look. Aber in dem Fall, also ich werde mir die anderen 2 Paletten auch noch holen. Die Royal Jungle, die interessiert mich auch richtig. Das Majestic Rose, das ist ja so ein bisschen pinkig, das ist jetzt nicht immer so ganz meins. Ich möchte aber auch da nochmal die Farben vergleichen, weil es sind so ein paar Farben dabei, die ähnlich sein können. Ich hatte auch vorhin hier so die Orangetöne mal verglichen, aber die sind in den Paletten, also hier, das ist ja dieser eine matte braune Ton und das der Orangeton aus dem Peacock Quad.
die sind schon alle unterschiedlich. Also ich habe jetzt keinen direkten Dupe gesehen in diesen vier Paletten. Und bei den anderen zwei Paletten sind aber auch nochmal ja diese Brauntöne. Und da möchte ich einfach gern mal vergleichen, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Und würde dann auch, also sobald ich die anderen beiden habe, würde ich dann auch nochmal ein Video machen und eben auch mal die ähnlichen Paletten so richtig miteinander vergleichen. Also jetzt habe ich es ja nur kurz gemacht. Ich glaube, das lohnt sich erst, wenn ich wirklich alle Paletten dann auch da habe. Und dann haben sie mit der Kollektion noch Eyeliner rausgebracht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die vorher, also sie hatten bestimmt schon mal Eyeliner, aber ob sie jetzt in letzter Zeit welche hatten, ist mir zumindest nicht bekannt. Das ist jetzt, sie schreiben, ein Augenstift mit intensiver Farbe, kostet 27,50 Euro. Langer Halt und wasserfest. Den gibt es in 5 Farben. Und es ist ein Stift mit versenkbarer Mine. Ich habe hier 2. Ich habe einmal das Blau 03 Night Blue. Ein tiefes Blau wie ein nächtlicher Sternenhimmel, schreiben sie. Ich zeige das hier mal. Sieht schön so aus. Das ist auch ein sehr tiefes Blau und das ist halt hier so ein Stift, den man rausdrehen kann. Und hier an der Rückseite hat man so einen Spitzer mit dabei. Die Kreativdirektorin hat 5 intensive wasserfeste Nuancen mit langem Halt entwickelt, die die faszinierenden Farben der Natur widerspiegeln. Also wir hatten jetzt einmal die 03 Blau. Ich habe die auch verwendet in meinen Looks. Auch heute habe ich den hier drauf. Ich hatte auch gestern, aber da war es auch schon, ich glaube nach 10, als ich angefangen habe, mir die Looks zu schminken und habe dadurch natürlich keinen Tragetest. Auch jetzt haben wir es schon wieder nach 10 Uhr abends. Deswegen muss ich das nochmal probieren und werde da zu einem späteren Zeitpunkt nochmal was zu sagen, wie denn wirklich die Haltbarkeit war. Also im ersten Moment ist mir nichts aufgefallen, dass das irgendwie smatschen würde oder sich verwischt hätte. Also erstmal machen sie einen guten Eindruck. Dann haben sie noch die Farbe 01, ist Black Ebony, ein so tief Schwarz wie Ebenholz. Dann Brown Earth, ein Braun, das die Dichte der Erde zum Vorbild hat. Ich finde die Beschreibung auch sehr, sehr schön. Und den habe ich auch hier, den Braunton. Dann, wie gesagt, dieses Night Blue. Dann gibt es noch die 04 Plum Peony, ein rötliches Violett, das an die bezaubernden Blütenblätter der Pfingstrose erinnert. Und dann noch 05 Jungle Green. Ein intensiver Bronzeton mit Perlmutschimmer, der einen paradiesischen Urwald heraufbeschwört. Ich habe immer Spaß, wenn ich die Beschreibung auf den Seiten lese. Also das ist auch noch eine Farbe, dieses Jungle Green. Der kommt noch mit in meinen Warenkorb, sobald ich die anderen Paletten bestelle. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden. Der Lippenstift, muss ich sagen, fühlt sich jetzt auch, also er fühlt sich nicht trockener an als zu Anfang. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe mich ganz gut dran gewöhnt. Also ich spüre ihn jetzt nicht mehr so. Also wenn ich mich jetzt drauf konzentriere, dann schon. Diesen Redemarathon hat er jetzt schon mal ausgehalten, ob er wirklich 16 Stunden hält und dann auch hält, wenn man was trinkt und was isst. Das werde ich noch weiter austesten. Ansonsten bin ich erstmal super zufrieden mit den Produkten. Lippenstift, also auch die Lippenstifte. Das macht Göller schon immer sehr schön. Ich kaufe mir da nicht immer aus jeder Kollektion eine Hülle. Irgendwann hat man auch mal genug. Aber das hier mit diesen Schmetterlingsflügeln fand ich wunderschön. Und da ist auch die anderen zwei, das Blau hat mir auch so gut gefallen. Aber ich habe mich tatsächlich zurückgenommen und habe gesagt, einer reicht in dem Fall. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Ich finde, das sind Hingucker, die haben auch so richtig Gewicht. Man hat hier drin ja noch diesen Spiegel, mag ich sehr gerne. Und die Hülle kann man ja immer behalten und man kann sich dann Refills kaufen und dann auch eine andere Art von Lippenstift reinpacken. Aber auch der Lippenstift, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Das ist auch einer, den ich tragen werde. Der ist jetzt für mich nicht ganz so erschreckend. Lidschattenpaletten, super, da bin ich sehr begeistert. Es hat mir richtig Spaß gemacht, sehr schöne Farbzusammenstellung, so ein bisschen
raus aus der Komfortzone und aber halt doch dann wieder nicht. Also es ist immer noch so ein bisschen gediegen. Man merkt diesen High-Fashion-Touch schon an der Lidschattenqualität. Es ist eine etwas andere Lidschattenqualität. Das gefällt mir ja auch immer, so neue Formulierungen auszuprobieren. Das hat mir großen Spaß gemacht. Dann würde mich jetzt total interessieren, ob euch die Sachen interessieren, ob ihr Interesse an den Guerlain Quads habt und was ihr jetzt so nach diesem Video vielleicht zu den Produkten sagt oder ob ihr vielleicht schon welche zu Hause habt und wie ihr die Formulierung findet. Lasst mich das gerne wissen. Das finde ich super spannend. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.